So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Bild und Ton sollten da sein. Erstmal der Risikohinweis und dann geht es auch gleich zum DAX. In der Nacht hat er schon eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Hier ist die JFD-Indikation. Im Tief heute um 4 Uhr oder zwischen 4 und 5 Uhr hat der DAX ein Tief gemacht bei 9.380 Punkten rund. Wenn man das hier im Wochenchart anschaut, dann hat er sich hier wieder in die zentrale Unterstützung vorgekämpft und ist abgesackt. Denn hier liegen weiterhin natürlich der EMA 200 und der SMA 200 plus eben die ganzen Tiefs der letzten Wochen und Monate. Also der DAX sollte hier eben möglichst direkt jetzt heute nach Handelsstart. Im Prinzip hat sich jetzt hier, wie man auch hier sieht, der DAX schon sich bis 9.450 Punkten wieder vorgearbeitet. Das heißt, er steht hier ja fast direkt auf dem EMA 200 oder genau dazwischen. Im Tageschart hat er ja hier das Kaufsignal ja nicht aktiviert und hier jetzt wird er höchstwahrscheinlich das Gap bzw. eben direkt hier an der Kerze vom 28.06. dann eröffnen und diese Wochenunterstützung dann eben verteidigen bei 9.420. Natürlich ein Tagesschlusskurs darunter, fast schon auch ein Stundenschlusskurs ist, also ein Stundenschlusskurs ist definitiv ein Warnsignal. Ja, beim Tagesschlusskurs unter 9.420 Punkten dürfte es sogar ein richtiges Verkaufssignal sein, um dann nochmal die Unterkante bzw. hier sogar ein neues Tief dann auszubilden. Allerdings dann hier jetzt nochmal den Wochenchart im DAX auf Xetra-Basis. Würde in meinen Augen jedoch erst ein richtiges Verkaufssignal, also ein mittelfristiges Verkaufssignal eben unter 8.800 Punkten warten, genauso wie ein richtiges Kaufsignal ja, für Investoren über 10.400 Punkten. Der Nasdaq hat gestern sich hier in den Unterstützungsbereich vorgearbeitet, gab es ein, zweimal ja, kleine bullische Gegenbewegungen, doch dann ab zwischen 19 und 20 Uhr gab es dann den Rebreak und kurz nach 20 Uhr nochmal das Aufbäumen und wie gesagt in der Nacht, wo jetzt auch der DAX die Tiefstände gemacht hat, ist er wieder hier unter diesen Unterstützungsbereich zurückgefallen. Hier kann jetzt relativ erst Entwarnung gegeben werden, wenn hier der Nasdaq im Stunden Chart über 4.410 Punkten ansteigt, einen Schlusskurs dann abliefert, dann dürfte hier auch ja, die Trendlinie gebrochen sein. Dann sieht es hier gut aus, deswegen im Prinzip hier beobachten und eben gleichzeitig den DAX beobachten, dass er jetzt hier nicht unter die 9.420 Punkte fällt. Hier wird die Eröffnung auch sehr spannend sein bei der ProSieben-Aktie. Hält hier die 36-Euro-Marke heute auch stand. Schauen wir mal hier den Tageschart an. Ja, also mit dem neuen Tief wäre das ein sehr antizyklischer Kauf meines Erachtens. Man könnte es hier wagen und natürlich im weiteren Wochenverlauf das beobachten. Natürlich ein Rückfall unter 34 wäre definitiv schon natürlich negativ, aber hier ein Wochenschlusskurs über 36, 40, auch wenn es jetzt hier tiefer gehen würde, wäre ein mögliches antizyklisches Einstiegslevel.
Bei den Rohölen, wie schon auch gestern erwähnt, könnte es hier nun leichten Absacker unter die Marke kommen. Die Konsolidierung sieht eher danach aus, dass es dann nicht ganz mehr auf die 44,50 geht. Ich lasse jetzt hier die Levels noch drin, aber wie schon gestern gesagt, wenn es aktiviert wird, ein Tagesschlusskurs unter diesem Niveau und das wäre hier schon unter 46, dann wäre das für mich kein Einstiegssignal, da wäre das Chance-Risiko-Verhältnis viel zu gering, genauso eben wie beim WTI. Zu den asiatischen Märkten. Der Hang Seng legt hier auch den Rückwärtsgang ein, kam jetzt hier auf 20.260. Eine kleine Umkehr konnte der hier einleiten und der Nikkei fehlt wieder die aktuelle Tageskerze. Allerdings hier war im Tagesverlauf auch schon tiefere Kurse, etwa hier im Future-Bereich sehe ich auf dem anderen Monitor bei 15.200 und jetzt stehen wir bei 15.400, also hat eine 200 Punkte Gegenbewegung eingeleitet. Der euro-japanische Yen hat hier, wie gestern beschrieben, den Verkauftrigger jetzt hier aktiviert und das Kursziel ja recht zügig erreicht. Das Bonusziel, wenn man jetzt hier einfach die Kerzen sieht, ja, wird jetzt hier nicht mehr Richtung, jedenfalls nicht direkt Richtung der 110er Marke gehen. Also hier ist das Kursziel und das Szenario komplett aufgegangen. Beim Silber hat er hier unterhalb dem gestrigen Nachttief fiel er nicht mehr zurück, der Silberpreis. Die Aufwärtsbewegung fand dann statt. Jetzt aktuell kommt er wieder ein bisschen zurück. Das dürfte wahrscheinlich daran liegen, dass sich hier ja eben die Indizes wieder nach oben machen. Gut, das war jetzt der Einblick. Mal schauen, was sich dann eben bei der Eröffnung um 9 Uhr alles so ergibt. Danke fürs Zuschauen. Bis später.